Meine Damen und Herren, wenn auch Sie einmal eine interessante Frage für uns haben, wir freuen uns über Ihre Einsendungen. Die Adressen, an die Sie uns schicken können, sind an dieser Stelle wie immer eingeblendet. Vielleicht haben Sie Lust, einmal bei uns im Studio zu sitzen. Tickets.orf.at wäre die Adresse, an die Sie sich dann wenden. Und wenn Sie meinem Rateteam die Frage persönlich stellen wollen, dann kommen wir mit der Kamera vorbei. Wenn Sie es wünschen, wir waren diese Woche in Niederösterreich. Schönen guten Abend, ich bin Judith aus Linz und ich möchte von euch wissen, was ein Nasenspiegel ist. Jetzt habe ich es nicht verstanden, mit dem Lachen. Ein Nasenspiegel? Ich habe gesagt, Niederösterreich. Ich kriege einen Anfall nach Niederösterreich. Aus Niederösterreich, hallo, ich bin die Judith aus Linz. Ich habe es nicht gehört. Na gut, weißt du, er kann nicht nur einen Gummi nicht schießen, er weiß auch nicht, wo Nieder- und Oberösterreich ist. Gibt's die Leute glauben langsam wirklich, ich sitze hier auf einem Versorgungspost. Linz, bei Amstetten. Also, machen wir es nochmal die andere. Baradelberg, sag jetzt bitte. Ja, super, mich ausschütten, nehmen sie auf, aber wenn er mir einen Fehler macht, das müssen wir noch einmal. So ist es. Jetzt bin ich abgerissen. Natürlich. Okay. Meine Damen und Herren, wenn auch Sie einmal eine interessante Frage für uns haben, wir freuen uns über Ihre Einsendungen. Die Adressen sind an dieser Stelle für Sie wie immer eingeblendet. Vielleicht wollen Sie mal bei uns im Studio sitzen. Dann wäre die Adresse, an die Sie sich wenden müssen, tickets.orf.at. Und wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera, wenn Sie eine Wir waren es jetzt nicht. Nein, ich hab nichts gemacht. Linz bei Baden. Nein, Niederösterreich war letzte Woche. Ja. Und deswegen ist so. Und das ist, jetzt ist Linz, aber. Hallo, Linz. Ich bin ein Ork. Nächste Woche ist vielleicht Steiermark. Das ist so. Scheiß mir an. Es ist arg in Filmbusiness. 9 Wochen geht es. 9 Wochen geht es so. Du, Schluss. Mal nur Bayern und Südtirol dazu. Ich glaube, ich bisch mich ja nicht so. Okay. Meine Damen und Herren, wenn auch Sie einmal eine interessante Frage für uns haben, dann freuen wir uns über Ihre Zuschriften. Die Adressen sind an dieser Stelle für Sie wie immer eingeblendet. Vielleicht haben Sie Lust, einmal bei uns auch im Studio dabei zu sein. Tickets.orf.at ist die Adresse in diesem Falle, an die Sie sich wenden müssen. Look. Oder schicken Sie eine Flaschenpost. Er zeigt mir den Radiergummi, wo drauf steht for really big mistakes. Okay? Wie soll man da ernst bleiben? Ehrlich. Den hält er mal so hin. Nein, Entschuldigung. Ich wollte helfen. Ja, for really big mistakes. Ich wollte da behilflich sein. Ja, okay. Ich glaube, der Meister Prober hängt ein bisschen. Jetzt geht sich gar keine Frage mehr aus. Weil wir müssen ja um 20 Uhr zu Hause sein. Diese Woche und wir gehen schon wieder. Ah, Ruhe ist jetzt. Lass mich doch in Ruhe. Olli. Geht's einfach raus. Ja? Wir raus gehen? Nein. Wir gehen? Nein, Petzl. So wie ich ausschau, gehe ich sicher nicht. Bestimmt nicht. Oh Gott. Vergiss nicht auf die Dame, die sitzt nicht in Linz und fährt ja, auf, bis du endlich weiter tust. Ja, wir müssen jetzt weiter tun, ja. Weil wir haben sonst einen Anschlussfehler, weil sonst bist du trocken. Wir haben einen Anschlussfehler. Wir müssen noch einmal einmarschieren. Bitte, mach dich bitte. Ich mach dich sonst nachher noch einmal nass. Ja, okay. Gut, wir schütten noch mal. So, ich drehe mich um. Ja, bitte. Meine Damen und Herren, wenn Sie einmal eine interessante Frage für uns haben, bitte schicken Sie uns diese. Die Adressen sind an dieser Stelle für Sie eingeblendet. Vielleicht haben Sie Lust, bei uns im Studio dabei zu sein. Tickets.orf.at ist die Adresse, an die Sie sich in diesem Fall wenden können. Und wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera, wenn Sie meinem Rateteam die Frage persönlich stellen wollen. Es war nämlich gut, bis dahin. Standing Ovations. Geh weg, du bist nass. Die Welle. Ah,
Na, da schiebt man sich gerne. Ja, schaffen das. Jetzt schaffen wir es. Okay. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch mal eine interessante Frage für uns haben, dann schicken Sie uns diese. Die Adressen sind an dieser Stelle für Sie wie immer eingeblendet. Wenn Sie mal im Studio sitzen wollen, bitte tickets.orf.at wäre die Adresse, an die Sie sich in diesem Falle wenden. Und wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera, wenn Sie meinem Rateteam die Frage persönlich stellen wollen. Diese Woche waren wir in Oberösterreich. Schönen guten Abend. Ich bin Judith aus Linz und ich möchte von euch wissen, was ein Nasenspiegel ist. Was hat die Frau gesagt? Klungen hat, das wär's aus Niederösterreich. Was ist ein Nasenspiegel, war die Frage. Die Frage ist, was ist ein Nasenspiegel? In so Szene-Lokals. Szene-Lokalen, ja. Ich kann mich auch verreden, nicht nur du. Und wenn man da das, was nicht auf der Speisekarte und auf der Getränkekarte steht, konsumieren will, und das irgendwie schön... Was ist das? Also, das wird auf einem Spiegel aufbereitet. Ich weiß es nicht. Nein, ich auch nicht. Wir finden sonst das Nasenloch. Du musst in den Spiegel schauen. Ja. Ich habe keinen auch wieder geschnitten in der Nase. Ja, zum Haarschneiden. Ja, genau, für die männlichen Nasenhaare. Ja. Habe ich schon wieder? Ja. Was hast du schon wieder? Zur Nasenfrisur. Zur Nasenfrisur. Nasenhaarschneiden, der Spiegel. Weißt du eigentlich, warum? Hast du jetzt Nasenhaare? Hast du Nasen? Nein, ich habe hier aber keine Nasenhaare mehr. Nein. Wirklich, ich habe sie gehasst. Ich habe sie gehasst. Vor allem, weil männliche, die haben ja vier Wurzeln. Oder jedes Haar vier Wurzeln bei den Nasen. Die gehen bis zum Ohr zum Teil. Ja, genau. Man kann es dann auch zusammenbinden. Das ist sehr gut. Ich kann telefonieren damit, bis zum Nachbarn. Ja. Mit einem Fru-Fru-Glasl. Ihr seid so grauslich. Ja, die Probleme hast du nicht. Das ist die Haussprechanlage. Wir beide nicht. Ja, du hast heute aber Mail gekriegt. Du darfst ihn für so eine Antwort nicht auch noch belohnen. Weißt du, wie schwer ich es dann wieder habe? Kannst du es ihm zu Hause ja wieder wegnehmen. In einem Spiegelkabinett. Ja. Da hat man ja früher auch gesagt, ja, und die ganz Dünnen können reingehen und dann können sie einmal sehen, wie sie aussehen würden, wenn sie einen Bauch hätten. Und die ganz Dicken können reingehen, damit sie einmal schlank wirken. Und vielleicht für Menschen wie ich, die eine stolze griechisch-römisch-Freistilnase haben, dass sie einmal sagen, schau, du würdest dann mit einem Stupsnasen, würdest du so ausschauen im Spiegelkabinett. Und dieser spezielle Spiegel ist dann der Nasenspiegel. Eine schöne Antwort. Ja. Aber da wirklich, das ist schon. Nein! Was ist mit dem? Ich habe extra. Ja, können Sie in Zukunft die Sendung moderieren? Sie können werfen. Nein, ich habe extra versucht, daneben zu werfen. Ja, das trifft schon einmal von da. Danke dir. So, es kommt noch ein Hinweis. Wir haben bereits in dieser Sendung einen Nasenspiegel gesehen. Das ist dann, wenn man einen Radiergummi so auf ein Wasserglas wirft, dass es zerschellt und ein Publikumsliebling bloßstellt. Oh. Wen? Aber ich verstehe, ich habe ja nicht den Lukas getroffen. Ey! Ein Maulwurf. Ah! Ja, Maulwurf. Und mehr war es ja nicht. Ah. Aber es hat mit dem Maulwurf zu tun. Es hat mit dem Maulwurf zu tun. Naja, gut, der sieht ja nichts. Der einen Spiegel, genau. Der Stöpsel hinein und braucht einen Spiegel. Er sieht es nicht, aber Spiegel hat. Das ist von der Genetik so. Ja, was wie? Ja, du hast was. Er gräbt mit der Nase. Er gräbt mit der Nase. Ah, der Nasenspiegel ist beim Wildschwein die Vorderkante von dem Rüssel, wo es so graben tut. Mhm. Das Wildschwein tut eben so aufwerfen, die Erde zu graben. Ja. Vorne ist gerade die Nase, das ist der Nasenspiegel bei der Wildsau. Nur warum und wieso Spiegel? Beim Maulwurf? Die sind ja immer verwandt gewesen, eigentlich. Der Schwein stammt ja vom Maulwurf ab. Ja, natürlich. Ein Maulwurf ist ja quasi ein blindes Wildschwein. Ja. Nur man isst ihn nicht, weil die Schnitzel zu klein ist. Ja, genau. Weil er schmeckt nicht gut, weil er nichts sieht. Ja. Aber ich möchte mal so einen Wildschweinstäpsel möchte ich sehen.
Fragen wir doch Judith Teuretzbacher, was der Nasenspiegel ist. Aus Linz. Als Nasenspiegel bezeichnet der Zoologe den besonders empfindlichen und zumeist unbehaarten Bereich rund um die Nasenlöcher mancher Säugetiere mit besonders starkem Geruchssinn, wie zum Beispiel Raubtiere oder Paarhufern.